Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Lex. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und erstmal alles Gute im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gekommen und habt schon gefeiert und hoffen wir mal, dass dieses Jahr ein bisschen besser wird. Ich wollte euch heute meine Ausbeute von Weihnachten zeigen, also was ich zu Weihnachten bekommen habe. Und ich bin zwar ein bisschen spät dran, das weiß ich, aber über die Feiertage hat man weder Lust noch Zeit, ein Video abzudrehen. Und das, ob man es glaubt oder nicht, das ist viel Arbeit. Da braucht man nicht mal eine halbe Stunde. Und deshalb hat sich das jetzt einfach ein bisschen verzögert. Aber besser spät als nie. Es ist von allem etwas dabei, also Klamotten, Kosmetik, Schmuck und natürlich auch eine Tasche. Wie soll es anders sein? Und übrigens auch, ich habe ein neues Handy, vielleicht wissen das einige von euch, die mich auf Instagram verfolgen. Und zwar, das kann ich euch nicht zeigen, weil das diesen Handy filme ich gerade, dieses Video. Und das ist ein iPhone 13 Pro. Ja, so, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich hatte bis jetzt immer ein Samsung und ja, irgendwann kommt man da auf, ja, so an seine Grenzen, würde ich sagen. Da ich es ja auch für YouTube und Instagram auch brauche, aber halt verwende, habe ich einfach gemerkt, es muss einfach was Besseres her und habe mich jetzt für dieses Modell entschieden. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil ich immer noch am Probieren bin. Also ja, mir dauert das einfach immer ein bisschen zu lang, bis man da alles verstanden hat. Aber was ich sagen kann, ist, die Qualität ist wirklich phänomenal. Ich bin wirklich begeistert von diesem Handy. Also ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. So, machen wir also vorbei mit Technik, weil damit kenne ich mich absolut nicht aus. Für mich ist es einfach immer nur wichtig, dass es funktioniert, der Rest interessiert mich nicht. Fangen wir an mit den Klamotten. Und zwar mit meinem neuen Blazer. Also meine Blazer-Familie wächst und gedeiht. Und das ist dieser hier von Sarah. Und ich habe den gesehen und habe mich sofort verliebt. Ich finde den so, so schön. Das ist mit diesem schönen Bouclé-Muster. Und hat so ein bisschen Chanel-Style. Also ich finde einfach auch diese Kombination zwischen Schwarz und Weiß, Cremeton, einfach wunderschön. Und das sieht getragen wirklich phänomenal aus. Also wirklich ein Blazer, den ich empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber ich werde euch alles, was es noch gibt, hier unten verlinken. Und ja, also wirklich ein toller Blazer. Machen wir weiter mit einem Pulli. Und ich war vor kurzem in Bologna. Ich meine, hier gibt es keinen Store von Another Stories und ich mag diese Kette sehr gerne, weil sie haben tolle Sachen, vor allem Sachen, die mir gefallen, also wenig Schnickschnack, wenig Muster, ganz clean und ja, und da bin ich in dieses Geschäft rein und die haben wirklich alles, also wirklich ein bisschen konfus, finde ich zumindest, von Unterwäsche bis Parfum, Schmuck, Klamotten, alles. Also da braucht man wirklich Zeit und wenn man dann noch den Mann mit hat, dann wird es kompliziert. Aber ich habe diesen Pulli gefunden. Ich war eigentlich ja schon lange auf der Suche nach einem weißen Pulli und den habe ich gefunden und ja, ist auch schön warm und kuschelig und jetzt noch für Winter wirklich sehr zu empfehlen. Also der ist wirklich, ja, der gefällt mir sehr gut und hatte ich auch schon öfter an und ja, weißen Pulli ist so, ja, richtig weiß ist er eigentlich nicht, ist mehr so cremeweiß so. Aber eine tolle Farbe und auch ein tolles Material. Also wirklich ein Store oder eine Kette, die ich auch sehr empfehlen kann. Also findet man, wenn man will, viele schöne Sachen. Sind preislich nicht so günstig wie jetzt Stradivarius oder so. Aber ich finde die Qualität wirklich sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit Stiefeln. Ich war schon lange auf der Suche nach schwarzen Stiefeln. Ich habe ein Paar aus Velourleder und ich wollte ein neues Paar aus Leder. Und ich finde, Lederstiefel sind einfach wahnsinnig teuer. Und habe mir gedacht, es kommt Weihnachten, da kann ich die mir ja einfach wünschen. Und bei mir ist es leider immer das Problem, also entweder sie passen nicht oder der Absatz ist zu pfennig. Also wirklich so diese schmalen Absätze mache ich auch nicht. Dann habe ich das Problem, dass ich ja so kurze Beine habe und meistens der Schaft zu weit nach oben geht, geht auch nicht. Also es war wirklich fast schon eine Mission Impossible. Aber ich wurde bei Mango fündig. Und habe diese entdeckt und die haben auch keinen Reißverschluss und nichts. Die sind einfach nur so zum Reinschlüpfen und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Also ist auch der Absatz schön breit und ja, also die kann ich wirklich absolut empfehlen. Und ja, also wirklich bin ich froh, dass ich dieses Paar gefunden habe. Machen wir weiter mit einem Lippenstift. Und der Lippenstift aus dem Hause Chanel. Und ich hatte das gleiche
den Lippenstift schon vor 2 Jahren mal gekauft im KaDeWe in Berlin. Ich war einfach auf der Suche nach einem Lippenstift, nach einer Farbe, die ich wirklich jeden Tag tragen kann. Und das ist gar nicht mal so einfach, die richtige Farbe zu finden oder eine Farbe, die einem wirklich steht und die man auch wirklich jeden Tag tragen kann. Und dann noch zu Corona-Zeiten einen Lippenstift kaufen ist auch nicht so einfach, weil man darf es ja nicht probieren. Und ja, lange Geschichte, aber kommen wir zum Punkt. Also diese Farbe kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist das heißt Rouge Allure und die Farbe, also die Nummer heißt 168 Serenity. Und das ist, ja, also es ist eher flüssig und wenn man sie dann aufträgt, wird es dann mit der Zeit so ein bisschen matt. Aber wirklich ganz eine tolle Qualität. Das Problem ist bei diesem Lippenstift, dass er wirklich sehr schnell fertig wird. Also ich habe den dann, weil ich so begeistert war, jeden Tag getragen und da war da wirklich so, ja, gefühlt nach einem Monat war da alles leer und ich habe gedacht, das kann es doch einfach nicht sein. Also wirklich, ja, also für diesen Preis dann auch wieder unverschämt, aber ich habe nie einen anderen gefunden, der nur ansatzweise an diesen rankam und dann habe ich mir ihn halt einfach zu Weihnachten gewünscht. Aber ich muss ja echt sagen, es ist, ja, dann auch wieder sehr teuer. Aber naja, wie auch immer, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Der ist einfach, ja, ich liebe ihn einfach. Kommen wir zu Schmuck. Ich bin natürlich auch ein Mädchen und wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt, dann passiert es mir auch, dass ich es nachkaufe. Da bin ich nicht anders. Ich versuche das zwar zu vermeiden, aber ab und zu passiert's. Und ihr kennt vielleicht die YouTuberin Je suis Lou. Die macht ganz tolle Taschenvideos. Hat natürlich, ich würde es sehr gerne mit ihren Taschenschrank tauschen, weil die hat so viele tolle Taschen Chanel. Also ich glaube, die hat die ganze Kollektion. Jedenfalls hatte die damals so Ohrringe promotet und zwar diese hier. Und die fand ich so schön und die sind von Ana Luisa. Vielleicht kennt ihr diese Marke. Wenn nicht, dann kann ich sie euch wirklich ans Herz legen. Ich habe die gesehen und ich habe mir gedacht, wie schön sind diese Ohrringe. Also es ist so eine Perle mit einer Kette dran. Und ich habe gedacht, das sieht also einfach mal was anderes, ja. Also nicht einfach nur Perlenohrringe, die kennt man ja und sieht man ja, sondern die hat da auch diese Kette dabei. Und das macht das, also ich finde, es macht einfach den Unterschied. Und ich bin dann gleich auf die Internetseite. Das ist überhaupt, übrigens ein Label aus New York. Und die waren dann auch noch in dem Moment im Angebot. Und dann habe ich sie einfach bestellt. Die haben dann letztendlich, glaube ich, 35 € gekostet. Finde ich jetzt für Ohrringe okay. Und die haben auch ansonsten sehr schönen Schmuck. Also kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr mal Zeit habt, schaut mal da rein. Also ich finde den Schmuck wirklich gut. Tolle Sachen. Also ich habe schon eine große Liste, was ich da gern hätte. Und ja, also die haben sie wirklich angetan. Ich trage die jetzt nicht jeden Tag. Deshalb kann ich nicht so viel sagen zu der Qualität. Aber ich finde ja auch die Verarbeitung sehr gut. Und ich finde auch das Täschchen sehr süß. Und ja, also wirklich Ana Luisa, ich verlinke es euch nochmal gerne. Aber die machen wirklich ganz tollen Schmuck. So, also wir sind ja schon fast am Ende, aber die Tasche fehlt noch. Und die mich so ein bisschen auf Instagram vielleicht verfolgen, wissen, dass es eine Polenta-Tasche ist. Und das ist diese wunderschöne Numero 9. Und ja, die war schon sehr lange auf meiner Wishlist und jetzt zu Weihnachten habe ich sie bekommen und ich bin sehr, sehr froh darüber, weil ich finde sie, ich finde einfach die Form schon mal interessant. Die hat einfach was. Die sticht heraus, pure Eleganz. Also es hat kein Schnickschnack, kein Logo, was jetzt nach vorne sticht. Es ist einfach schön, kann man zu allem tragen und da kann man, wenn man das trägt, also diese Tasche hat, dann kann man halt mit dem Rest ein bisschen Gas geben. Ja, so einen schönen Gürtel, auffällig, Schmuck und kann man wirklich ein bisschen, ja, einfach, da kann der Rest ein bisschen mehr knallen. Und ich hätte diese Tasche auch sehr gerne in weiß und auch noch in so einem hellen Camelton. Also diese Tasche gibt es wirklich in sehr vielen Farben, aber ja, ich hätte die wirklich gerne noch in 2 andere Farben, weil sie einfach eine Tasche ist. Ja, du passt halt zu allem. Und sie hat auch einen Riemen, also einen Schulterriemen. Das ist dieser hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kann der, also ich schmeiß ihn nicht weg, aber ich werde ihn wahrscheinlich nie benutzen, weil für mich diese Tasche Crossbody nicht gut aussieht. Also das ist für mich einfach eine Tasche, die trägt man nur in der Hand. Also einfach so unterm Arm. Oder ich sehe auch Frauen, die es so tragen, finde ich auch ganz nice. Aber Crossbody, ne. Also ich zumindest nicht. Ja, also innen drin ist es, also ja, okay. Also es ist einfach ein Raum. Es ist dann auch noch so ein Fach hier.
an der Seite mit einem Reißverschluss, aber ansonsten das Wichtigste hat Platz. Es fühlt sich auch wunderbar an. Das Leder ist phänomenal. Wie schon bei meinen anderen zwei Bolentaschen. Ich habe ja mittlerweile, das ist jetzt die dritte. Und also von der Qualität muss ich wirklich sagen, absolut top. Bei Polen muss man aber auch sagen, auch sie fangen mit Preiserhöhungen an. Das ist sehr interessant. Also jetzt war lange nichts mehr, aber diese Tasche hat noch vor einem halben Jahr 320 Euro gekostet und mittlerweile 350. Klar, 30 Euro ist jetzt nicht die Welt. Wenn man es mit Chanel vergleicht, dann ist es fast schon geschenkt. Aber fand ich jetzt vielleicht auch nicht ganz, okay, ist egal, aber jedenfalls, ich habe sie trotzdem genommen, weil, ja, ich finde die einfach schön. Ich muss sagen, die neuen Modelle von Polen gefallen mir nicht so gut. Ist auch gleich, also, aber mit diesen drei Taschen, die ich jetzt habe, bin ich wirklich absolut zufrieden und deshalb lohnt es sich auch immer mal zu warten, gefällt sie einem noch in ein, zwei Monate auch noch, aber ja, also diese Tasche kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Es ist auch, ja, also wirklich nichts. Ich kann nichts meckern an dieser Tasche. Wie gesagt, nur der Schulterriemen ist für mich sinnlos, weil ich es nicht, weil ich ihn nicht tragen werde. Aber ansonsten ist es einfach eine wunderschöne Tasche. Und ja, es ist jetzt sozusagen meine dritte schwarze Tasche hintereinander. Also ich denke, ich bin jetzt mit schwarzen Taschen, bin ich jetzt wirklich safe. Weil es kommt ja der Frühling, also für mich kommt jetzt der Frühling und der Sommer, worauf ich mich sehr freue. Deshalb werde ich auch jetzt dann in nächster Zeit ein Wishlist-Video machen, was ich mir so für 2022 wünsche. Da freue ich mich schon drauf, dann kann ich mal alles reinhauen, was mir gefällt. Und ein Video kommt noch zu meinem Chanel-Schmuck. Also ich habe ja zwei Paar Ohrringe und eine Kette und einige von euch haben sich das gewünscht und das mache ich sehr gerne. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!